Corona belastet unseren Alltag. Mehr als 400 Infizierte gibt's aktuell in Oberösterreich, Stand Montagmittag. Und das schlägt sich auf unsere Psyche. Viele sind wegen der viel zitierten zweiten Welle frustriert. Wir wollen Sicherheit, wir wollen planen, wir wollen in die Zukunft schauen, wir wollen wissen, was los ist. Und das erste Mal in unserem Leben sind wir auf ganz vielen Ebenen aus den Fugen geraten. Also, dass wir uns hier frustriert fühlen, ist ganz normal, das gehört dazu. Und dass wir einen guten Umgang mit diesem Frust lernen, das ist eben sozusagen unsere zweite Aufgabe. Wer sich überfordert fühlt, darf das auch rauslassen, sich auskotzen, den Gefühlen freien Lauf lassen. Alles erlaubt, sagt Christa Schirl. Ein kurzer Stuhlgang der Seele ist sicher gut, aber am Klo werden wir uns nicht einrichten. Also kurz einmal über das, was uns frustriert, zu reden, aber dann es wie die Margarite machen und das Gesicht der Sonne zuwenden. Frust heißt im ersten Begriff einmal, ich muss einmal annehmen, was ist. Es ist ja sowieso, wie es ist. Also der erste wichtige Schritt ist einfach einmal zu sehen, was ist und einmal zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Und im nächsten Moment dann zu schauen, okay, was sind meine Möglichkeiten? Welchen Spielraum habe ich noch? Dann wird der Frust auch weniger. Frust heißt oft, ich habe keine Handlungsmöglichkeit mehr. Aber eine Handlungsmöglichkeit haben wir fast immer. Und wenn wir keine Handlungsmöglichkeit mehr haben, dann haben wir die Möglichkeit, uns mit der richtigen Einstellung über Krisen hinwegzuhelfen. Mit der momentanen Situation klarkommen, das ist für viele von uns schwierig. Wir wünschen uns das Leben vor Corona zurück. Es soll doch werden wie früher. Aber das Fischstäbchen wird leider auch nicht zum Polardorsch. Und diese Fraktion braucht halt einfach auch ein bisschen länger. Denkt doch nur an die Einführung der Gurtpflicht. Da hat es welche gegeben, die haben das relativ schnell gemacht. Und dann hat es Menschen gegeben, die haben sich ein T-Shirt angezogen mit einem aufgedruckten Gurt. Und das war ihnen immerhin lieber als das Anschnallen. Heute würde ich die Gurtpflicht schon als völlig normal bezeichnen. Und ich halte auch hier Unterschiede für ganz, ganz wichtig. Die einen sind schneller, die anderen brauchen mehr Zeit. Ist doch okay. Schauen wir, dass wir alle das Tempo gehen, das uns heute in diesen schwierigen Zeiten auch möglich ist. Gesund wollen wir alle bleiben. Umso befremdlicher für viele, wenn manche auf Masken verzichten, den empfohlenen Abstand nicht einhalten. Wir sagen in der Psychologie, es gibt die drei Bs. Blind, blöd oder bös. Ja? Bös sind die wenigsten. Die meisten sind blind oder blöd. Also dieser Ausspruch stammt leider nicht von mir, sondern von der lieben Christine Bauer-Jelinek. Ich halte es aber für ganz wichtig. Also wir sollten jetzt Menschen keine böse Absicht unterstellen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jemand anderen mit Corona anstecken will. Aber das sind halt Menschen, also ist uns vielleicht selber auch schon passiert, wie noch die Maskenpflicht war, dass wir zum Bäcker gehen und merken, man, wir haben die Maske vergessen. Also sich schon ein bisschen auch in andere hineinzuversetzen. Kinder tun sich natürlich mit dieser Regel schwieriger. Kognitiv benachteiligte Menschen tun sich schwerer. Also so ein bisschen auch schauen, was könnte denn mit der Person los sein, die sich so verhält. Zusammengefasst, Frust rauslassen ist okay, sich in andere reinversetzen und niemandem Böswilliges unterstellen. Dann wird das Leben mit Corona wahrscheinlich einfacher.